nach San Francisco. Nicht schon nicht mal. So, jetzt haben wir aber auch das Finale lange genug herausgezögert, ne? Aber ich muss sagen, ist nicht meine Schuld. Kann da nichts für. Ist ja. Aussichtspunkt zum Aussichtspunkt zum Belohnungspunkt. So, da hinten ist die Basis. Ich kann sie schon sehen. Ich glaube, ihr auch, ne? Ja, 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 ja. Rechts neben dem Berg. Da ragt es. Und natürlich wird die im obersten Turm auch noch festgehalten, ne? Das ist auch ganz toll. Wir haben keinen Kerker verließ oder so. Warum der oberste Turm? Ich meine, auch irgendwie sinnvoll. Weil wenn du fliehst, musst du nach unten und du musst an jedem vorbei. Besser als jemanden im Keller gefangen zu halten. Eigentlich. Also schon sinnig, aber... Ja, dieses typische stereotype Videospielgedönse, ne? So im obersten Turm. Da guck mal, noch 2 Kilometer oder 2 Füße lang, 2000 Füße lang. Wenn das Fuß sind und nicht Kilometer, dann müssten es, keine Ahnung. Vielleicht ein halber Kilometer sein, ne? Ungefähr. Aber schön, dass es jetzt auch noch regnet. Passt zur Stimmung. Ich würde fast darauf wetten, dass an dem Lagerfeuer jetzt keine Viecher, keine Maschinen rumrennen. Weil es halt jetzt quasi ein Questpunkt ist. Aber beim letzten Mal, als wir uns da hingeportet haben, war eine böse Überraschung. Wir könnten auch noch eine Grünlandplatte einsammeln, ne? Die liegt da quasi auf dem Weg. Boah. Sicht gleich null. Quasi. Was ist das da? Ist das... Großes offenes Feld. Ach, das ist... Ach, hier ist das, ne? Oh, okay. Sind wir eigentlich schneller, wenn wir gleiten oder wenn wir fliegen? Ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Wobei doch, so geht es, glaube ich, schneller, wenn ich gedrückt halte, ne? Also wie wenn ich gleite. Wahrscheinlich werden wir beim Gleiten etwas langsamer mit der Zeit, ne? So, und da ist die Base. Was ich jetzt nicht verstehe, was machen die Zeniths jetzt so lange in ihrer Basis? Weil sie haben Gaia und sie haben Beta und jetzt können sie doch eigentlich direkt loslegen, oder nicht? Wobei ich ja auch sagen muss, Gaia ist ja eine selbstständig denkende und wenn man so will auch fühlende KI. Die kann ja einfach sagen, nö, will ich nicht. Verpisst euch. Mach ich nicht, was ihr von mir wollt. Die kann sich ja weigern, ne? Ich meine, die haben mit Beta, haben die ja quasi eine Alpha-Freigabe. Aber Beta kann sich ja auch weigern und sagen, nö, mach ich nicht, verpiss du nicht. Ich weiß halt nicht, inwieweit die KI noch durch menschliche Befehle beeinflusst wird von Gaia. Wenn sie ja nun mal quasi selber fühlen und Entscheidungen treffen kann. Zum Wohle des Planeten. Vielleicht braucht man auch eine Omega-Freigabe oder vielleicht ist ja deswegen der Grund, warum hier noch nichts vor die Hunde gegangen ist. Schlicht und ergreifend, weil Gaia sich weigert, das zu tun, was sie tun soll. Das Ding ist eigentlich keine Energiezelle. So, jetzt muss ich ja mal Lage peilen hier. Wartet hier irgendwas auf uns? Außer ein paar Grafikaussetzer. Ich sehe keine Maschinen. Ich glaube, ich komme nicht durch den Schild. Kommst du ja auch nicht. Ne, hier ist keiner heute. Okay, dann können wir zur Landung ansetzen. Kein Schreckvögel heute, ja? Da. Der Treffpunkt. So, dann. Ich sollte möglichst alles erledigen, bevor ich die anderen zum Angriff auf die Zenith-Basis rufe. Wir haben gnadenlos alles erledigt. Jetzt geht's los.
wenn du weitergehst, wirst du in Singularität eingeschlossen und die offene Welt wird für die Dauer der Quest nicht verfügbar stehen. Ja, hau rein. Ich bin bereit. Kein Weg zurück. Ja, los, zieh ab jetzt. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Da ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Sag mal, wie viel Zeug ist denn hier rum? Da kann ich leider nicht anders, da muss ich looten. Alles voller Maschinen. Vorsicht, Aloy! Phantome voraus! Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch. Eure Munition könnte hier helfen. Was anderes? Da hinten. Ah, nur Stufe 25. Sollte ja gar kein Problem sein. Und nur zwei, ne? Okay, warte. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich möchte nach Möglichkeit nicht entdeckt werden. Fähigkeit entfernen. Nanoplatte. Elementschwachstelle. Schwachstelle von hinten, Kontrollnexus, Vektordüse, Plasmaeinheit.
Okay, ich weiß nicht, wie die dann angefixt werden. Dann lasse ich das hier. Näher. Lebe lang, töte deine Feinde. Bleib locker. Ich folge dir. Bleib locker, Erend. Ich glaube, die KI ist genauso blöd wie alle anderen Maschinen auch, ne? Warte. Ganz ruhig. Greifen wir jetzt an, oder was? Naja, gleich. Bleib ruhig. Das sammeln wir später ein. Oh. Guck mal sehen. Rost war das, ne? Komm schon! Mach nochmal! Hey! Hey, das ist unfair! Nimm das und mach sie fertig! Hey, guck! Jetzt fest ernst! So, das war der erste. Das dauert immer so ewig, bis Teil jemand nachgeladen hat. Das waren wohl alle. Ich glaube, du hast recht. Was gefunden? Ja. Ja. Bin jetzt sehr darauf erpicht, um mal gleich Munition nachzufertigen. Wir werden sicherlich auf eine Menge Phantome treffen. Und hier liegt so viel Zeug rum. Das kann ja gar nicht gesund sein. Ich glaube, da oben ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Ganz schön viele Maschinen erledigt, ne? Ein Gewehr. So, warte, warte, ich muss gucken. Ich muss alles mitnehmen. Ganz wichtig jetzt. Schönes dabei. Da unten liegt auch noch einer rum. Wir sollten weiter. Naja, ich wollte ja nur gucken. So, wo willst du hin? Irgendwo da oben. Mann, was ist denn im Rucksack? Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze dich. Okay, ich schätze mal, ich muss hier runter. Du schwimmst. Ich bleib schön trocken. Aus. Okay, wie komme ich hier raus? Können wir jetzt bitte raus aus der Höhle?
Wo bist du denn? Ach so. Ach so. Entschuldigung. Ja, ich sehe schon. Falscher Weg. Sorry. Ja, die Kante hat sich halt angeboten, ne? Zum Runterklettern. Ja, keine Ahnung, wie lange müssen. Ein bisschen jumpen ran hier. Jumpen und runden. Ach, guck mal, eine Mädelblume. Oh. Und ein kaputter Donnerkiefer. Was? Ich bin fürs Klettern nicht gemacht. Tut mir leid, Erend. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viele erlegt, als wir hier landeten. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nützen. Noch ein Phantom. Schleichen oder kämpfen, deine Wahl. Sie ist säureanfällig. Na, wir machen das Ding natürlich weg. Das wird dir fehlen. Also dann. Hilfe. Sie ist ganz gut, schätze ich. Besser als jeder Osseram. Dass sie das nicht merken, ne? So, und ja, wir nehmen natürlich die Rohstoffe mit. Weil wir sie sicherlich brauchen werden. Und hier liegen so viele davon rum. Da will ich natürlich nicht in die Bedrängnis kommen, dass mir irgendwas ausgeht. Ich habe echt viele erledigt hier von den Maschinen. Allein, dass hier ein Donnerkiefer rumrannte, ist ja schon mal enorm heftig. Ich glaube, wir müssen da rüber gleich, ne? Okay. Keine Ahnung, was ich hier soll. Ich kann hier so rüberhüpfen. Schon müde? Ja. Ich schätze mal, jetzt taucht nochmal alles auf, was wir... Weg mit dem Unkraut! ...während des Spiels gelernt haben. Komisch. Wir sind durch. Ganz. Nimm's dir, wenn du es willst. Es ist kein Bier, aber okay. Der hat nichts, ne? Ne, der hat leider nichts dabei. Alter, haben die viel erledigt. Oh, was ist denn da los? Irgendwer kämpft da. Diese Phantome sind echt gut! Den übernehmen wir, Aloy! Geh weiter! Okay, bin nochmal weg. Ihr macht das schon. Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Bitte gern geschehen. Hab dem mal gerade geholfen. Weil ich es kann. Oh, das sieht aber... Ist das noch im Aufbau? Das sieht so kaputt aus. Na, wo ist er? Da ist er. Ich greife an, denn du bist... Drei sogar diesmal. Scheiße. Reiß sie jetzt! Die einfach sofort wissen. Das ist gut.
vorsichtig mit dem Zeug. Aloy, das brauchst du. Na, wie gefällt dir das? Auf die Schwachstelle. Holen Sie uns. Warum stirbt der nicht einfach? Ja, schön, dass ihr mich alle angreift. Warum greift keiner Errant an? Ella, hier drüben. Kann grad nicht. Waren alle. Hier zumindest. Also weiter. Bitte Beute. Ein bisschen. Wir wollen es aber wissen hier, ne? Toll, lass mal. Danke. Ja, leck mich fett, do. Die halten aber auch viel aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir die mit Rost schaden, die fressen echt viel von unserer Munition. Und teilen auch sehr gut aus. Das muss ich denen mal lassen. Auch wenn hier überall Waffen rumliegen. Ich könnte die mir rein theoretisch holen, aber ich bin, glaube ich, besser mit Pfeil und Bogen. Hier, den Fels hoch. Ja, gleich. Ey, Loot dabei? Nee, ne? Dann hier noch ein bisschen Heilpflanzen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der hat nichts dabei, schade. Der da hinten hat noch was dabei. Da ist noch ein bisschen Blümchen. Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen. So schnell wir können. Alles okay? Geht schon. Da oben ist noch einer. Sieht aus, als hätten die anderen alles im Griff. Wie viele Phantome haben wir? Löschwasser ist hier die falsche. Mehr als wir auf einen Schlag brauchen. Das steht fest. Wieso bekämpfen die eigentlich mit Feuer? So kriegt man sie am schnellsten gleich. Kaboom! Geschafft! Gut! Ich helfe dir mal da oben, ne? Du schießt wie ein Utaro, Aloy! Do my best. Auf sich könnt ihr ja gar nicht schießen. Gute Arbeit. Und was jetzt? Na, jetzt machen wir wieder neue Pfeile. Und dann sammeln wir wieder Zeug ein. Offensichtlich besteht diese Quest daraus. Komm schon, den Felsen hoch. Pfeile zu machen und Zeug einzusammeln. Ich muss das mal rüber.
Vorsicht, komme. Anscheinend müssen wir ihn lang. Aloy, Alba und ich sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ach, Aloy. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee! Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit! Sehr clever. Beta hat ihr Festes in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Brutstätten-Netzwerk fliehen. Wir haben ihn einmal gekriegt, das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Das war sehr nice. Aber so gesehen ist er ja nicht geflohen, sondern... Aloy, falls wir es nicht schaffen, bereue ich nur eine Sache. Und das wäre? Dass wir so viel geklettert sind. Sondern er wurde ja freigelassen. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Welcher Felsen? Der da drüben. Okay, dann müssen wir aber erstmal hier runter. Nicht alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, Säure, das wäre doch schön einfach gewesen. Maschine. Wo eine? Ich sehe nur eine hier. Ja, wir können eigentlich auch offen kämpfen, das ist ja eigentlich ein Körper. Hilf es auf, wenn du drauf. Ist kein Bier, aber okay. Oh, das hat gesessen. Das war schön daneben. Nö, nö. Easy. Macht der da hinten. Komm halt her, du Lump. Wo ist das Schwein? Plasma! Schieß mit Plasma! Ich glaube, der ist verwirrt. Jetzt stirb, du elender Haufen! Auf nach oben! Hä? Ich glaube, der war verbuggt. Kann das sein? Der sah verbuggt aus. So wie der jetzt benommen hat. Auf alle Fälle war der total verstrahlt. So, warte.
wieder alles einsammeln. Eigentlich wäre es ganz nice, wenn die Phantome irgendwo ein Special dabei hätten. Aber anscheinend. Nur ein paar Teile. Ist ein Lager runtergefallen. Ach so, fein. Okay. Hier lang. Darüber, okay. Warte. Sonst ist hier auch nichts, ne? Nö. Großer Sprung. Na, du machst das schon. Er rennt. Nach rechts, glaube ich. Und jetzt nach links. Warte, noch nicht. Erst mal will ich hier gucken. Oben ist immer noch Krieg. Okay. Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine. Beim Blut der Zehn! Wieder. Gute Arbeit, Leute. Also los. Was hat die denn da gehabt? Hat die sich abgeseilt oder was? Hier drüben, Aloy. Ja, ich bin sofort da. Warte. Mann, manchmal ist das Munitionsauswählen hier echt umständlich. Hallo. Realer lebt noch. Aber das Schlimmste haben wir noch vor uns, ne? Die Phantome sind ja mehr so, naja. Das geht alles. Das Schlimmste sind die Zenith. Mit ihren Schutzschilden. Hier geht es hoch. Ja. Okay. Hallo. Schau dir mal das ganze Sinus-Zeug an. Schon krass, ne? Was die mit ihren Nanorobotern alles machen. Tod, der mir versprochen wurde. Los! Möge Regala friedlich in den Kreislauf zurückkehren. Bitte. Bitte. Gleichgültig. Wenigstens starb sie selbstbestimmt, nicht als seine Marionette. Das Vergessen unterscheidet mich dazwischen. Sicher, dass du kein Sinus bist? Aloy, es war heftig. Aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm. Boah, Alter, wie viele Phantome haben die denn? Schon krass, ne? Ach, und zu Regalas Tod ein Problem weniger. So sehe ich das. Schon geil, ne? Schlachtrücken, Donnerkiefer. Krasser Scheiß. Kiste? Kiste. Oh. Was kriegen wir denn jetzt? Gold. Natürlich, Gold. Warum auch was Nützliches hier hinschmeißen? Okay,
hier gerne eigentlich noch ein bisschen umgucken, aber ich will nicht so. Ich will die Geschwindigkeit hier nicht rausnehmen. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Tildas Schoßhündchen. Silence! Da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Du kannst uns nicht verletzen. Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. Ah, so. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Nicht entkommen lassen. Es dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit! Zurück kann ich nicht. Der Kampf gegen Eric führt mich, ne? Ich glaube, der kommt hier jetzt gleich. Ich muss hoch auf den Turm und Beta befreien. Hey Leute, hier! Stirb, Maschinenabschaum! Entschuldigung, uns geht's gut. Sofern Alva sich beeilt! Ich bin schon fast im Netzwerk! Gib einfach dein Bestes! Alle Hände voll zu tun. Ist die Konsole? Erstmal Vorräte sammeln. Bist du? Ein Aufzug. Vielversprechend. Oh, ein Aufzugkampf? Oh, bitte nicht. Wir haben noch eine Rechnung offen, Kleiner.
Ich brauche keinen Schild, um dich fertig zu machen. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Wir sind füreinander geschaffen. Wow. Er darf mich nicht kriegen. Weg. Aua. Ist er das ein kranker Bastard? Ich mach dich fertig! Ich wollte schon so lange einen echten Kampf. Nimm das! Wieso fliegt der denn da oben rum, Mann? Hallo, ich geh nicht. Aber auch alles Gute hat einmal ein Ende. Stimmt das nicht, Mäuschen? Also, das ist neu. Aloy, bist du da? Ich kann mir dir helfen. Ich muss noch einen Weg reinfinden. Ohne dein Schild läuft's nicht, was? Alter! Du wolltest einen echten Kampf. Ja? Wie er einfach übertreibt. Du bist erledigt! Oh. Oh. Dafür hab ich verdient. Mann, los, einmal noch! Steh auf! Auch so! Vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen. Jetzt geht der Spaß los, oder? Geht's dir gut? Es geht gleich wieder. Los, halte deine Schwester. Übrigens. Ich gehe zu den anderen und sehe nach, wie es läuft. Kein Blut. Habt ihr gerade auf ihre Speerspitze geschaut? Da war kein Blut drauf. Sondern irgendeine weiße oder durchsichtige Flüssigkeit oder sowas. Boah, der war aber... Verkettende Angriffe, die haben ja meine Angriffe gar nicht gekratzt. Selbst als der unter Feuer stand. Das war ja... Komisch. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz. Wir müssen mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Meine Frau will irgendwas von mir. Deswegen, ich mach mal schnell. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Pause, bis gleich.